Koa and the Five Pirates of Mara. Oh yeah. Ich hab so Bock tatsächlich. Ich hab da richtig Lust drauf. So, na klar, Vibration hoch. Oh, es sieht einfach lustig aus. Ich hab so Bock. Go. Okay, 60 FPS ist drin. Entspannungsmodus. Wir machen den normalen Modus tatsächlich. Ach, die Musik. Schön. Notfall auf der Insel. Stop. Komm schnell zur Insel Puni. Stop. Piraten sind Diebe. Stop. Wir brauchen deine Hilfe. Stop. Da helfen wir natürlich. Obwohl wir eigentlich mit den ganzen Piraten befreundet sind. Also warum? Und direkt geht's los. Ja, das ist ein Jump'n'Run. Wir bauen da nicht unsere Insel auf und chillen einfach. Aber die Musik ist toll. Ach ja, die macht einen schönen Sommer. Hey, oh, Mayo. Psst, hier drüben. Mayo, was ist denn passiert? Geht's dir gut? Aber ja doch, warum fragst du? Weil du mir eine Nachricht geschickt hast, in der du um Hilfe bittest. Ach die, ja, ja. Alles okay, keine Sorge. Sieh mal, was ich hier habe. Was ist das? Das, meine liebe Koa, ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Und ich habe es selbst gemacht. Du bist so unverschämt. Wir beide haben es gemacht. Oh, sei Sandy? Wer ist denn Sandy? Oh, oh, Boho? Aber du hast doch bloß Befehle erteilt. Schon, aber wer war hier das Ginny? Ja, du nicht. Also, was ist denn jetzt der Notfall? Es gibt keinen Notfall. Ich wollte nur sicher gehen, dass du herkommst. Du hast mich angelogen. Angelogen ist vielleicht etwas drastisch, kleine Koa. Los jetzt. Probieren wir das mal aus. Du musst beweisen, dass du denn richtig aus dem richtigen Holz geschnitzt bist, um hier anzutreten. Und aus welchem Holz muss ich geschnitzt sein? Keine Ahnung. Aber es wird schon passen. Genug geredet. Ja, ganz genau, Mario. Mach dich bereit. So wie es aussieht. Laufen. Yay. Mit X können wir rennen. Wir können springen. Wir haben den Naruto Run! Run! Déjà vu! Du fürchtest dich hier vor ein paar Kanonen, oder? Drücke X und im Lauf. Okay. Natürlich, eine Arschbombe. Du steckst fest, ich zeig dir mal eine Spezialfähigkeit. Drück nochmal RT im Sprung. Jetzt kannst du Spezial den. Ja, genau, Spezialkatzensprung. Die Kamera ist fest. Ich kann die nicht frei bewegen. Okay. Ist okay, wenn ein paar Sachen kaputt gehen. Übrigens, tummeln sich im Wasser Krokodile. Die sehen zwar gutmütig aus, aber wer weiß, ich wäre da lieber vorsichtig. Okay. Also, Wasser ist Lava. Yay! War doch gar nicht so schwierig, oder? Wie hast du das so schnell hinbekommen? Das ist doch ein Kinderspiel. Ich denke, du bist jetzt schon bereit. Bereit wofür? Für die große Prüfung der fünf Piraten von Mara natürlich. Du kannst dich bereits anmelden. Komm nach Quelles und triff uns am Leuchtturm. Okay. Ach ja! Das war das Intro. Sozusagen. So, Grundsteuerung haben wir gelernt. Abrollen, Arschbombe, rennen.
Ach ja, die Insel. Hat sich ein bisschen verändert, meine ich. Da oben war nicht so ein Bauschutt. Mädchen, das ist eine Katastrophe. Was ist denn passiert, Noho? Diese Schufte, sie sind blitzschnell aufgetaucht und haben alles gestohlen, was nicht am Boden festgemacht war. Tische, Stühle, Hunde, Bäume. Selbst die Hunde haben sie mitgenommen. Sind Bäume nicht am Boden festgemacht? Sogar die Touristen sind verschwunden. Erst dieser schreckliche Sturm und jetzt das. Diese Piraten haben wirklich weder Respekt noch Mitgefühl. Was wird jetzt aus Caleb und mir? Wir können keine Geschäfte mehr machen, wir sind ruiniert. Vielleicht ein guter Zeitpunkt, um in Rente zu gehen und es gut sein zu lassen. Es gut sein zu lassen? Wo die Insel kurz vor dem Bankrott steht? Ah, und diese Kinder. Sie stecken da bestimmt mit drin. Das ist glasklar. Sei doch bitte so gut und sorg dafür, dass uns das in Quelles alles wieder in Ordnung kommt. Natürlich, du kannst dich auf uns verlassen. Stimmt's, Napopo? Yay, Napopo! Dieser alten Guido scheint keine Pause vergönnt zu sein. Reden wir mit Mayo, damit er uns, der uns sagt, was hier los ist. Ah, guck mal, wie sie läuft. Yay. Taka, das ist unglaublich. Ich bin echt wütend. Was ist denn los? Was los ist? Siehst du das nicht? Sie haben einfach alles mitgenommen. Was glaubst du, wie ich sonst mein Geschäft führen kann? Seit Bram weg ist, ist alles viel schlimmer. Oh, Taka, der Arme scheint gerade keine gute Zeit zu haben. Ich muss etwas tun, um ihr zu helfen. Ihm, nicht i. Krabbe, die Krabben haben sie da gelassen. Überall Müll. Wo kann ich den Müll denn reinpacken? Kann man den wegbringen? Ich habe den Müll ins Meer geschmissen. Gut, dann müssen wir mal mit Mario reden. Mann, 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 was hat die denn da schon wieder gemacht? Hier ist ja alles versaut. Gut, um die relativ bösen, gemeinen, nicht bösen, gemeine Marktfrauen tut es mir jetzt nicht unbedingt leid. Die waren ja, die waren nicht lieb. Aquila, in letzter Zeit ist viel auf der Insel, ist auf der Insel viel los. Gefällt dir das nicht? Nicht so sehr. Ich habe die Menschen schnell satt. Vielleicht nehme ich Urlaub und komme wieder, wenn das alles vorbei ist. Okay. Jetzt ja was machen können, du Gammler. Dieser Lümmel. Ah, ne, da sind. Ach, schade. Ich dachte, die hätten sie wenigstens mitnehmen können. Die waren gemein. Unser Markt. Sie haben einfach alles mitgenommen. Rache. Und zwar schreckliche. Ja, du siehst jetzt nicht unbedingt so aus, als hättest du Rache nötig. Was war das jetzt? Hä? Ich bin noch da runtergelaufen. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Hey Kioa, wie läuft's? Was machst du so? Du bist doch hier, um dich anzumelden, oder? Wie es läuft? Was ist mit der Insel passiert? Der Insel? Nichts weiter. Ach, das meinst du? Tja, nun sieht's so aus, als hätten die Piraten das Dorf geplündert. Also stimmte deine Nachricht doch. Warum haben sie das getan? Um die Prüfung interessanter zu machen, natürlich. Und willst du dich jetzt anmelden? Bis jetzt machen nur diese beiden mit. Mit den Leuten auf der Straße geredet habe, sind sie immer gleich davongerannt, sobald sie das Wort Pirat gehört haben. Keine Ahnung, warum. Ich hab da schon so eine Ahnung. Leider habe ich nur noch ein Ticket übrig. Hast du nicht eben noch gesagt, dass niemand teilnehmen will? Du kannst es haben, wenn du willst. Wenn ich an dem Rennen teilnehme, gibst du dann zurück, was gestohlen wurde? Hey, Moment. Zieh mich da jetzt nicht mit rein. Ich mache hier nur meine Arbeit. Und ich werde nicht gut genug bezahlt, um mich mit sowas rumzuschlagen. Du wirst überhaupt nicht bezahlt. Punkt. Was? Wer hat dich denn gefragt? Okay, ich bin dabei. Gib mir das Ticket. Natürlich. Sobald du die Registrierungsgebühr bezahlt hast. Registrierungsgebühr? Natürlich. Dachtest du, etwas wäre gratis? In Anbetracht der Tatsache, dass du gerade das Dorf geplündert hast? Ja. Pff,
So funktioniert die Welt nicht, in der wir leben, kleine Koa. Also, mach dir mal keine Sorgen. Auf der Insel liegen genug überall eine Menge Muscheln verstreut. Sammel sie und komm wieder. Damit kannst du mich bezahlen. Bist du sicher? Ich trau dir nicht. Meine Pfote drauf. Ja, klar. Wer sind die ganze Zeit am Mähen? Ich sehe hier kein. Oh, wir müssen jetzt 20 Muscheln sammeln. Okay. Na gut. Oh, es wäre cool, wenn man da irgendwas machen müsste. Wie zum Beispiel hier so eine Muschel oder so eine. Oh nein, die arme Krabbe. Ich habe sie platt gemacht. Aber ich will die Muscheln sammeln. Also die, die am Straßenrand liegen. Kann man da nicht irgendwas machen mit? Hey, das war doch der. Ich. Yo, Godzilla in der Nähe. Also so Godzilla-Verschnitt. Das war mir so klar. Wir müssen jetzt die ganze Insel abgrasen, um alles mal so kennenzulernen. Ich nehme an, das ist so ein Trick, um erstens die Steuerung noch so ein bisschen zu üben, tatsächlich. Das wäre jetzt ein praktischer Nutzen. Ein unpraktischer Nutzen wäre, um einfach mal hier alles zu gucken, was wir hier mit der Insel gemacht haben. An sich freue ich mich so ein bisschen. Ich habe das Spiel jetzt mir doch zum Vollpreis geholt, tatsächlich. Weil ich keine, ja, keine Ahnung, ich wollte jetzt nicht warten, bis es im Angebot ist oder so. Und wenn man mal bedenkt, dass ich Sommer in Mara vom Herrn Chibik persönlich geschenkt bekommen habe, um es eine Woche vorher spielen zu dürfen. Und Dayland habe ich ja auch geschenkt bekommen von Steam zur. Beim Anfang der Corona-Pandemie war das gar nicht so schlecht. Kann man auch mal ein Spiel zum Vollpreis holen. Ich bin da ganz entspannt. Zeitgleich habe ich mir aber noch Atomic Heart gekauft. Ich weiß nicht, ob mir das Spiel gefallen könnte. Das kann ich so noch gar nicht sagen. Schwein! Boah, ist das laut. Schweinchen! So. Ich will aber noch mehr Muscheln sammeln. Hier sind die Muscheln. Bist du sicher, dass das alle sind? Zähl sie doch, wenn du magst. Schon gut, ich glaub dir ja. Hier hast du dein Ticket. Und hier ist die erste Karte. Yay! Neue Karte bekommen, juhu! Daran kannst du dich orientieren, um die Prüfung der Piraten zu bestehen. Pass gut darauf auf. Wir haben nur die eine. In Ordnung, das ist ja alles verschwommen. Was steht hier? Keine Ahnung. Wie bitte? Hast du mir etwa eine unleserliche Karte gegeben? Naja, bei all den Plünderungen und Quelles und so sind die Karten vielleicht ein bisschen nass geworden. Ein bisschen, Kümmere dich um dein Graben, du drei. Was? Du dreistachlige Guido. Wen nennst du hier dreistachlig, du Pelzknäuel? Ach, Mädels. Na gut, Koa, ich habe die Dokumentation bereits verarbeitet und die Zahlung be bestätigt. Du hast jetzt bist jetzt bereit, um mit den Prüfungen zu beginnen. Na los, Bewegung. Du solltest wissen, dass wir nichts bezahlen mussten. Wie bitte? Ich dachte, ich musste das Dreifache bezahlen. Aber für mich ist das Kleingeld. Könnt auch nie die Klappe halten, oder? Hör nicht auf sie, kleine Koa. Weißt du, wohin du jetzt gehen musst? Zu Samis Leuchtturm. Sie weiß alles über die Schiffskarten. Bestimmt kann sie dir weiterhelfen. Aber warum musste ich bezahlen und bis bald. Ach, Mayo, du Eule. Ach, da hinten ist das Schaf. Ja, ist ja gut, Maulwurf. So. Muss mal ein bisschen leiser machen hier auf meinem Dingsbums. Meinen Kopfhörern. Weil ich es doch recht laut finde. Hallo Saimi, hallo Kleine. Schön, dich zu sehen. Dich natürlich auch, Napopo. Komm, ich mache uns einen Tee. Tut mir leid, Saimi. Aber wir können nicht lange bleiben. Wir müssen Quelles zurückerobern. Wie bitte? Die Piraten sind gekommen und haben die Insel geplündert. Wir müssen an einem von ihnen organisierten Wettrennen teilnehmen, um das zurückkommen. Entschuldigung. Wir müssen an einem von ihm organisierten Wettrennen teilnehmen, um das zurückzubekommen, was sie gestohlen haben. Oh, deswegen der ganze Aufruhr.
Warum haben sie so etwas Barbarisches getan? Wer weiß. Aber du gerätst auch immer in Schwierigkeiten. Und warum bist du dann hier? Mayo hat mir eine Karte gegeben. Sie soll den Ort zeigen, den ich aufsuchen soll. Aber es ist alles verschwommen. Kannst du etwas damit anfangen? Aber sicher, du redest hier mit der besten Kartografin der alten Marine. Mal schauen, was wir hier haben. Ja. Gib mir einen Augenblick. Hier, bitte sehr, Koa. Übrigens, hast du diesen Nebel bemerkt? Ja, er ist mir aufgefallen. Was hat es damit auf sich? Nimm dich dafür nur in Acht, Koa. Mara ist weise. Mara ist weise, aber gefährlich, wenn sie nicht mit Respekt behandelt wird. Achte darauf, nur Bereiche zu bereisen, für die du eine Karte hast. Und was passiert, wenn ich mich weiter vorwage? Das ist ja nur Nebel. Versuch nicht mit mir zu streiten, Kind. Ab und zu solltest du auf die Erwachsenen hören. Okay. Hättest du die vollständige Karte von Mara, wäre alles in Ordnung. Aber du hast nur dieses Stück. Besorge mehr und bring sie mir. Insgesamt müssten es 8 Stück geben. Ich helfe dir, sie zusammenzusetzen, sodass du weiterreisen kannst. Dankeschön. Du hast am Hafen angelegt, oder? Sei vorsichtig. Klar, mit Jaja Schiff werden wir keine Probleme haben. Wir kommen wieder, sobald wir das nächste Kartenstück haben. Bis später. Mögen die Winde Maras dir wohlgesinnt sein. Ja, ich weiß, wir müssen zurück. Es ist halt ein Spiel für kleinere oder für jüngere Spieler tatsächlich. Psst, Koa! Komm her! Hallo Sandy. Wusstest du, dass ich dort, wo ich herkomme, weithin bekannt für mein Stilbewusstsein und meinen übertroffenen Sinn? Was? Wusstest du, dass ich dort, wo ich herkomme, weithin bekannt bin für mein Stilbewusstsein und meinen übertroffenen Sinn für Mode? Das wusste ich nicht. Das wusste keiner, weil es nicht stimmt. Tut mir leid, was hast du gesagt? Klang so, als hättest du dich an einem Haarknäuel verschluckt. Also, Chor, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, tatsächlich bin ich nicht dafür bekannt. Och. Aber dafür, für meinen Geschäftssinn. Mein Freund Boro ist Künstler, daher haben wir beschlossen, gemeinsam ein Modegeschäft zu eröffnen. Du hast das beschlossen. Ist das nicht toll? Ja, sicher, freue ich mich für euch. Und wo ist das Geschäft? Direkt hier. Das ist eine Holzplanke mit Dingen drauf. Wir fangen doch gerade erst an. Möchtest du uns vielleicht behilflich sein? Aber klar. Dann bringen wir sämtlichen Stoff, den du findest. Im Gegenzug bekommst du von mir wertvolle Modetipps. Als erstes solltest du darüber nachdenken, diese hässliche Schleife abzulegen, die du trägst. Ich mag meine Schleife. Danke auch. Wie du willst. Bald tragen alle ein offizielles Shirt von 5 Piraten von Mararen. Es wird sogar Models geben. Schau ab und zu vorbei. Bestimmt findest du etwas, was dir gefällt. Ja. Okay, das ist cool. Okay, das ist cool. Okay, das wird wahrscheinlich in Kürze rauskommen. Ja, 500 Muscheln, ist klar. Okay, das ist nicht schlecht tatsächlich. Gut. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir finden bei den einzelnen Inseln finden wir Stuff. So Muscheln und so ein Kram. Und damit können wir dann, das ist dann die Währung sozusagen. Also hier gibt es nicht normales Geld oder so, was wir vorher hatten. Sondern wahrscheinlich so Muscheln oder so. Akichis Werkstatt ist geschlossen. Wie merkwürdig. Sie arbeitet doch eigentlich immer. Wo ist sie nur? Ach, die Akichi, die ist doch bestimmt mit dem anderen Typen da. Nicht durchgebrannt, das macht die Akichi nicht, aber ich wette mit dir oder mit euch, dass sie bei dem Rennen da mitgemacht hat, glaube ich. Mädchen, Mädchen! No, komm her! Oh, was willst du denn? Alle wollen was von dem kleinen Mädchen. Lass sie doch einfach mal in Ruhe. Was ist denn, Noho? Du weißt doch, dass man in schlimmen Zeiten immer das Gute sehen muss. Du weißt schon, was ich meine. Wenn du deinen Feind nicht schlagen kannst, mach dich selbst zu seinem Feind. Was? Hä? Wie jetzt?
Ich habe beschlossen, eine neue Produktreihe zu verkaufen. Offizielles Merchandise zu den Prüfungen der fünf Piraten. Eine exklusive Rucksackkollektion, perfekt, um diesen Käfer herumzutragen. Na, Popo ist kein Käfer. Wie auch immer. Außerdem glaube ich, dass bereits jemand offizielles Merchandise verkauft. Sandy im Boho haben ein T-Shirt-Geschäft. Heutzutage nennt sich wirklich alles Geschäft. Das ist doch nichts weiter als eine Holzplanke mit einem Haufen Schrott. Hier verkaufen wir Qualitätsprodukte. Ah, cool, hier kann ich neue. Hat hier wie die Napopo da drin sitzt. Okay, wir haben Pink, Mandelmilch und Molti. Neugierige Leute schätzen mich hier gar nicht. Ach no, wir sind doch gute Freunde, wir sind doch Kumpels. Sei nicht so gemein. So, was haben wir hier? Ich sag dir doch, so läuft das nicht. Wir müssen das so machen. Lass mich das machen. Du hast doch keine Ahnung. Wenn wir das beheben, wird so viel dynamischer. Das ist völlig unmöglich. Du hast auch gar keine Ahnung von Gleichgewicht. Vielleicht bist du einfach nur zu langsam und kannst mich nicht besiegen. Was hast du da gesagt? Du wirst schon sehen. Die scheinen in ihrem Streit vertieft zu sein. Ich komme lieber später wieder. Ja, lassen wir die beiden mal. Kalle, was ist denn los? Es gefällt mir nicht, mein Dorf so zu sehen. Keine Sorge, ich hole alles zurück, was sie mitgenommen haben. Versprochen. Ach, Kalle, mein Guter. Natürlich. Machen wir mal weiter. Ich sollte mich ab und zu daran erinnern, wie ich im Wasser vorankomme. Mit RT. Rückwärts und drehen. Ja, komm, passt schon. Okay, das ist cool. Alter, das ist ein. Das ist ein Boot. Und kein Jet. Okay, es gibt insgesamt 25 Fässer. Heimatinsel. Nee, noch nicht tatsächlich. Nein! Boah, das war knapp. Ich kann noch mehr organisieren. Nehme ich natürlich mit. Ich versuche hier noch ein bisschen zu üben, weil ich glaube. Ja, so einfach ist das tatsächlich nicht. Obwohl es geht. Was ist damit? Ich glaube, hier können wir im Augenblick nichts tun. Au. Okay. Das ist auch unsere Heimatinsel. Ah nee, das ist Taima. Hi Koa, hi Napopo, wie geht's euch? Hi Taima, gut, wir suchen die Dinge, die ihr aus dem Dorf gestohlen habt. Ach, das? Das war Herrn Echos Idee. Er meinte, dass dadurch alles interessanter wird oder so. Ich verstehe. Ehrlich gesagt bin ich mir da nicht so sicher. Manchmal fällt es mir schwer, mich auf das zu konzentrieren, was andere sagen. Ich bin hier, weil mich die Karte von Mario hergeführt hat. Ah, richtig, die Prüfung. Komm, ich zeige dir, wie sie abläuft. Das ist eine Karte der Insel. Die kenne ich. Es ist meine Insel. Oh, es ist deine? Das wusste ich nicht. Hier gibt's ein paar seltsame Möwen. Ja, genau. Das sind meine Freunde. Wirklich nett. Worüber haben wir eben geredet? Die Karte. Ach ja. Du kannst das gewünschte Level auswählen. Wenn du eins abgeschlossen hast, schaltest du das nächste frei. Lass dich nicht entmutigen und schließe sie alle ab. Ich warte am Ende auf dich und gebe dir mein Kartenstück. Let's go. Einfach A drücken. Einfach A spam. Rückkehr zur Heimatinsel. Ach ja, mein Häuschen. Jetzt habe ich wieder Bock auf Sommer und Mara tatsächlich. Du. So. Die Frage ist jetzt hier tatsächlich.
ob ich jetzt verstehe ich, was sie mit interessant meinten. So, hoffentlich sind die Prüfungen nicht zeitgebunden, sondern es ist einfach nur so ein Suchding. Die haben einfach was auf meine Felder gesteckt. Diese Lümmel. Hühner! Okay, es ist ein bisschen merkwürdig, dass man die Karte nicht drehen kann. Das erinnert mich so ein bisschen an Super Mario 3D, obwohl ich das Spiel selbst so nie gespielt habe. Okay. Ich habe hier eine Sache gefunden. Das bedeutet, oben rechts, das sind drei Sachen, die man finden kann. Das macht tatsächlich richtig Spaß. So. So, den Müll haben wir auch eingesammelt. Warte mal, kann ich hier noch irgendwas sammeln? Ich habe das Gefühl, dass in der Truhe noch irgendwas versteckt ist. Im schlimmsten Fall gehe ich nochmal kurz runter und nehme mal so ein Ding mit. Da unten war ja noch eins. Nur eine kleine Muschel, die ich aufsammeln kann. Nee, tatsächlich war hier keine mehr. Okay. Dann war das ein Dekorationsgegenstand. Na gut. Ach ja, ich weiß nicht, was los ist. So diese ganzen Mario-Charaktere, aber mit lebensfroher Miene. Ich finde die super. Nehme zum Beispiel Head in Time. Das Hutmädchen. Roa ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Habe ich das letztes Jahr im Sommer gespielt oder war das vorletztes Jahr? Vorletztes Jahr tatsächlich. Ich glaube, letztes Jahr im Sommer. Na doch, die haben knapp 2 Jahre gebraucht, um ehrlich zu sein. Finde ich okay. Yay, Blubberblasen. Jedes Blubberblasen, blasende Blubberblasen, Baby wird brutal und bis zur Besinnungslosigkeit durch die Bar geboxt. Glaube ich. So ähnlich müsste das sein. Das habe ich gelernt bei SpongeBob. Könnt ihr mal ein Like da geben, wenn ihr den Film kennt. Der ist super. Sonnenblumen. Yay. Rüben. Und Karotten. Nein. Aber ich hab einen Checkpoint. Okay. Ja, das wird jetzt nicht ultra schwer sein und man wird da nicht sterben können. Ich weiß auch gar nicht, ob man da irgendwas Negatives... Nein! Ich wollte doch... Oh. Ah, okay. Ich wollte aber alles holen. Also ich will jetzt hier eher nicht auf Schnelligkeit aus, sondern alles mitnehmen. Das sind mir die Orden relativ egal. Ich hoffe, das sollte ausreichen. Let's go!
Ja, das Wäldchen. Da habe ich die Bäume gepflanzt. Ah, irgendwie müsste ich das Spiel echt nochmal auspacken. Ich hätte so Bock drauf. Ich finde es ein bisschen schade, dass es hier... Ich habe hier irgendwas gefunden. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass es hier keine Musik gibt. La 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 la. La 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 la. Yo! Alter Schwede, Chor-Mädel, jetzt geht's aber ab hier, die Luzi. Jawohl! Nein! Kann ich neu starten? Ah, Mist. So, verstehe. Hier kann ich nicht viel machen, also einfach mitgenommen. Die Frage ist... Kriege ich bei 250 was? Nee, da war was versteckt. Ja, komm, drauf geschissen. Feuer frei. Oha. Mitnehmen, was geht. Hier durch. Jawohl. Gib Stoff, Mädel. Jawohl. Super. Mist. Ja, da wollte ich aber jetzt nicht gegen den Stein rennen. Weiß ich, was der richtige Weg war. Ui. Ja, hier war gut. Oh yeah. Die Mine! Wer hat sich in meine Insel gegraben? Das darf doch nur die Kio. Darf doch nur die Koa. Jetzt weiß ich auch, wozu sie den Schrott genommen haben. Run, 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 run. Oh yeah! Nehme ich mit. Super. Oh, Windmühlenhang. Ah. Spiel ist auf 60 FPS gelockt. Ich habe schon probiert, aber sollte eigentlich ausreichen. Hier noch irgendwas machen. Ich will mal gucken, ob ich hier irgendwo was mitnehmen kann. Nee, Steinchen oder so. So, ich glaube nicht, dass wir da viel schneller rennen können. Stimmt irgendwas. Ich kann mir nicht vorstellen. Ja. Ich würde sagen, wenn wir das hier nicht schaffen, geht's abwärts. Ach, schön. Die nehme ich natürlich mit, so gut ich kann. Ach, komm. Ich glaube, die kann man abgrasen, wie man will. Geht's hier noch weiter? Nein. Hep, hep, hep. Nein! Au. Oh, es gibt keinen Fallschaden. Ist aber ärgerlich. Also nicht ärgerlich, aber finde ich super, aber... Ui. Hep.
Ups. Hab, hopp, hopp, lieb, hab. Hallo, Schweinchen. Ah, dafür brauche ich die Dinger, okay. So, dann kann ich hier weiter. Allerdings. Weiß ich nicht, ob es hier noch irgendwas gibt. Guck mal, da ist der Müll. Den nehmen wir doch mit. Schön recyceln. Okay, ich dachte, ich könnte da noch ein Fass oder so mit kaputt machen. Aber scheinbar nicht. Gibt's hier irgendwas? Nee, ne? Schade. Ist aber schick. Gut, das Spiel ist jetzt nicht allzu anspruchsvoll. Aua! Ui! Ah! Da bin ich ein bisschen platt gedrückt. Fehlt aber noch was. Ich habe da eigentlich keine Lust drauf zu verzichten. Hier fehlt noch was. Frage ist nur wo. Wo habe ich was übersehen? Ich weiß, es ist nervig und ich wollte es. Habe eigentlich gesagt, nö, aber. Wo habe ich was übersehen? Hier unten? Nee, von da kam ich doch. Au. Nee, von da oben kam ich auch. Hier? Nee. Ich meine, ich könnte ja jetzt neu starten und meine... Im Brunnen war nix. Ich hab da so eine ganz komische Vorahnung. Ich probier's mal. Ich glaube, ich habe eine Ahnung. Machen wir mal einen Neustart, komm. Ich glaube nicht, dass es da dran lag. Ich habe eher das Gefühl... Aua! Ui! Yo! Kannst du richtig coole Kombis machen. So. Das eine Ding war hier. Ja, für den Fall mit. Ich will da jetzt nicht unbedingt irgendwelche großartigen Experimente machen. Ich will nur halbwegs fix hier durchkommen. So, hier glaube ich jetzt nicht, dass irgendwas war. Hier an der Seite jetzt auch nicht. Hier glaube ich jetzt auch nicht. Haben die mir den Po gekniffen? Oh, diese Lümmel. Ach stimmt, ich kann den Stein ja recyceln.
Ja, wir wissen's. Hier ist der normale Müll. Nee, das war jetzt was anderes, okay. Aber wenn das Nummer 2... Ja gut, das hier wäre jetzt interessant, ein bisschen zu wissen, ob sich das jetzt, ob das jetzt feste Stufen hat. Sprich, ist der Müll immer die Stufe 2 oder ist es jetzt nur die Stufe 2, weil ich den zu zweit, an zweiter Stelle gefunden habe. So, aber eigentlich waren wir ja überall... Au. Ich weiß gar nicht, ob das das Richtige war, aber vielleicht war es auch das, um das Ding zu finden. War vielleicht gar keine schlechte Idee. Echt? Warte mal, was braucht man, um zurückzukommen? Ah, ah. Ja, Halunken. Au, 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 au. Ich habe in den Fuß gebissen. Gut, wir haben alles. Tatsächlich. War nicht so ganz so schnell. Aber Hauptsache ich schaff's. Na klar, die beiden, die schaffen das. Ja. Hm, wir haben leider kein Silber bekommen. Ist egal. Kein Problem. La 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 la. Es gibt Neues an der Kleiderbude. Schau vorbei. Neues Geschäft. Ja, und eine neue... Jetzt müssen wir hier hin. Rennen zur See. Rennen zu... Hä? Glückwunsch, Koa. Wie versprochen, gebe ich dir mein Kartenstück. Es gibt ja nur ein winziges Problem. Was denn jetzt? Es ist mir in den Fluss gefallen. Oh, wie schade. Ja, ich weiß. Aber sie ist positiv. Mir ist da wirklich coole Idee gekommen. Aha, lass uns ein Wettrennen flussabwärts machen. Wenn du mich besiegst, bekommst du das Kartenstück. Diesmal auch wirklich. Klingt gut. Achtung, fertig, los. Da, ich zieh ab, Mädel. Im Schiff. Guck mal, sogar auf dem Seil gebalanced. Ja! Was ist das gemein? So langsam kriege ich die Steuerung rein. Nein! Bin ich mit dem Popo ins Wasser gefallen. Au. Ja, man sollte vielleicht nicht unbedingt, Boah, das war knapp. Na komm.
Nein! Aber die Blubberblasen habe ich. Oh, komm schon. Da will ich zu schnell zu viel, glaube ich. Sorry. Nein! Das kriegen wir hin. Das müssen wir hinkriegen. Wir sind auch keine Weichflöten. Oh, komm schon. Hä? Warum bin ich auf dem Holz so langsam? Ah, komm. Ich keine Experimente. Einfach so gut es geht. Sorry, aber warum? Ah. Okay, ich muss dran denken. Wenn die Core auf dem Holz ist, verliert sie Geschwindigkeit. Komm, die sind. Die Pixel hättest du mir schon geben können. Gut, wir können natürlich jetzt, wenn wir ein Level nicht schaffen, können wir natürlich, können wir es natürlich einfacher machen, klar. Aber Mann, ich denke immer. Mir fehlt so ein bisschen der Doppelsprung tatsächlich, aber den haben wir ja nur in Head in Time. Das ist so mein Nemesis hier. Sicher sein ist einfacher. Können wir noch ein bisschen Stoff geben? Oh wei, oh wei, oh wei.
Können wir nochmal diesen Stress machen? Hat er sich gerade in die Sonne gelegt zum Sonnen? Boah, ich hab's so verkackt. Das macht Spaß, oder? Besiege Time am Rennen. Ja, das stimmt tatsächlich. Aber ich hab's so verschissen. Du hast mich besiegt. Hier ist das Kartenstück. Es ist ziemlich nass und verschwommen. Aber so sieht's doch viel schöner aus. Auch wenn es in dem Zustand vielleicht klein wenig nicht nutzt. Keine Sorge, ich kenne die beste Kartografin der Altmarine. Sie bringt das wieder in Ordnung. Sie ist unsere Freundin. Das muss mal Glückstag sein. Super, dann bringen wir das zu Saimi zurück. So, können wir hier noch irgendwas machen? Ich habe jetzt hier nichts gesehen. Nö. Gut, dann müssen wir wieder hier zurück. Ach ja, das machen wir beim nächsten Mal. Komm, Leute. Oder? Ach komm, weißt du was? Drauf geschissen. Ich mache jetzt einfach, ich zieh's jetzt durch. Das will ich auch niemals tun. Ich sage ja nicht, dass das schlimm ist, okay? Ich würde es absolut verstehen, wenn du das Handtuch wirfst. Immerhin hat nicht jeder das Zeug zur Piratin. Zu Piraten? Natürlich. Was glaubst du, wofür all das organisiert wurde? Der Zweck der 5 Piraten ist es, den nächsten Piraten auszurufen. Auch wenn es absolut sinnlos ist, denn es ist ja wohl offensichtlich, dass ich der nächste Mara-Pirat sein werde. Dich wie ein Pirat zu kleiden, macht dich nicht zum Piraten. Das weißt du schon. Was weißt du schon? Ich stamme aus einer Ahnenreihe berüchtigter und schrecklicher Freibeuter. Ich wurde dafür geboren. Ja, und ich habe Schuppen auf meiner Schnauze. Dann solltest du zum Arzt gehen. Sag doch, was du willst. Also, Kor, du bist auf dem Weg zu Saimi, oder? Ja, woher weißt du das? Als das letzte Mal dort warst, kam sie später und hat uns dafür gescholten, wie wir mit der Karte umgegangen sind. Tja, die ich hier jetzt bringe, sieht nicht viel besser aus. Keine Sorge, das ist gar nicht so schlimm. Du musst lernen, mit dem Strom zu schwimmen, wenn du ein guter Pirat sein willst. Ich meine damit, dass man sich um nichts Sorgen machen sollte. Da bin ich mir nicht so sicher. Außerdem habe ich nie gesagt, dass ich eine Piratin werden will. Weil dir einfach nur nicht klar ist, wie cool das ist. Und jetzt stör uns nicht weiter. Wir sind gerade sehr beschäftigt. Bis bald. Ach, Mayo. Ich würde gerne tatsächlich nochmal gucken. Okay, der Meeresblaue sieht schon cool aus. Wieso? Ich hab doch gekauft. Ich war doch einkaufen. Dieser Lümmel. Seltsam. Was Edigan wohl getreibt hat. Ja, wenn es keine Kohle gibt, ist der doch schnell weg, dieser Lappen. So, gucken wir mal, ob wir bei den Marktfrauen noch irgendwas machen können. Aber ich glaube, die haben aktuell nicht so viel. Gut. Hier könnte ich tatsächlich... Warte mal, ich will mal was probieren. Yay, Münzen. Recyceln ist doch gut. Brauchst du einen neuen Look? Ja, klar. Okay, das ist cool. Das ist auch nicht schlecht. Also mit Muscheln, das sieht auch ganz gemütlich aus. Yay! Super. Ich habe aber viel Geld ausgegeben tatsächlich. Aber ich glaube mal, ja. Hallo Kleine, ich habe schon auf dich gewartet. Du hast ein weiteres Kartenstück, stimmt's? Lass mich mal sehen. Ah, da geht's auch weiter. Die Marine. Schick, schick, schick tatsächlich. Es wäre cool, wenn sie so eine Erwachsene-Version von Mara rausbringen würde, die ein bisschen komplexer ist. Mit Aufbauen, Inseln aufbauen und so ein Kram. So, dass man auf der Insel richtig Wirtschaft betreiben kann. Oder was heißt Erwachsene-Version? Eine komplexere Version, die nicht für Kleinkinder gemacht ist. Oder zum Beispiel, wo man mehr Spieler hat, wo jeder seine eigene Insel betreibt mit gewissen Voraussetzungen. Sprich, eine Gemüseinsel, wo man gut anbauen kann. Die andere hat halt Erz vorkommen, wo man da so ein bisschen handeln kann.
Ich frage mich, wie es dort nach all der Zeit aussieht. Sei vorsichtig. Ich glaube kaum, dass das Gebäude im guten Zustand befindet. Es ist möglich, dass du auf ein paar Fallen stößt. Schon okay. Ich werde ganz vorsichtig sein. Danke, Saimi. Bis später, Kleine. Mögen die Winde Maras mit dir sein. Und, dass man dann später zum Beispiel hier, wie gesagt, die Insel so ein bisschen ausbaut, Handel betreiben kann. Mit verschiedenen Mitspielern, die dann dementsprechende, wie heißt's? Na, was soll ich sagen? Aufgaben haben. Und ja, solche Sachen halt. Das wäre ganz cool. Mir ist gerade die beste Idee aller Zeiten gekommen. Wie kannst du so unverschämt sein? Das war meine Idee. Ich habe zuerst darüber geredet. Aber nur weil Boho darüber geredet hat. Ich habe es zuerst laut ausgesprochen. Also es ist tatsächlich meine Idee. Ah ja, Streit ist ja faszinierend, aber wir müssen weiter. Nein, warte, das wird dir gefallen. Bereit, wir liefern uns ein Rennen. Super, brutal. Eigentlich hatte ich die Idee schon viel früher, wollte es aber nicht sagen, weil ich dich nicht lächerlich machen wollte. Jeder weiß, dass die schnellste Quide und in dieser Hemisphäre und in die Teilen der anderen ich bin. Die denkt, die wäre die schnellste. Nur weil du nie gegen eine Katze angetreten bist. Wir werden in den Bäumen geboren. Wir sind von Natur aus die schnellsten. Das wird sich zeigen. Wie jetzt? Was machst du jetzt? Das wird ein Spaß. Wenn du uns drei besiegst, geben wir dir eine Belohnung. Was für eine Belohnung? Das ist ein Geheimnis. Eine Schachtelenttäuschung. Klar, Feuer frei. Die ziehe ich ab. Komm schon. Weiß nicht, was die der Napoko gibt, aber... Das mit dem Springen war schon cool. Ja, kein Problem. Ah, die Maya war doch schneller als die Sandy. Dir ist offensichtlich klar, dass ich dich habe gewinnen lassen. Ja, ja. Hier ist deine Belohnung. Ein Kartenstück, das ich irgendwo gefunden habe. Und vergiss nicht, zum Leuchtturm zu gehen, um es Saimi zu zeigen. Yay! So, Leute, bis zum nächsten Mal.